Moin Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Rocco drei ÖBB Schlierenwagen im Sparlack-Design aus. Ja. Schon. Ah, da sind sie ja schon. Genau. So. Das ist jetzt so, wie ich sehe, keine Zugpackung oder so, wie ich es jetzt gerade vermute. Okay. Okay, die sind alle mit so einer Nummer gekennzeichnet. Keine Ahnung, was die bewirkt. Also Artikelnummer ist es auf jeden Fall nicht. Vielleicht von dem Lager, dass die wissen, was. Ja, keine Ahnung. So. Okay. Also wir haben erstmal einen Rocco. Ein Rocco Schlierenwagen mit der Artikelnummer 74693 der Gattung ABP der Epoche 5. Ja, da sieht man auch noch mal die Artikelnummer ABP. Ja, der Epoche 5. Einfach ein, ja, erste, zweite Klasse Wagen. Ganz normaler. Ja. Na, dann packen wir den erstmal aus. So, da unten. Hier sind noch Zurüstteile, die man noch dran machen kann. So. So. Das hängt hier ein bisschen zusammen. Ja. Ja, das war jetzt halt der erste, zweite Klasse Wagen. Dann geht es weiter mit einem BDP. Oder? Ja. Hier. Mit der Artikelnummer 74697. Ja, das ist einfach
Zweite Klasse mit Gepäckabteil oder Postabteil. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was. Ja. Natürlich wieder mit den Zugesteilen. Ja. Ja. Und dann haben wir noch einen BP, also mit der Artikelnummer 74694. Lass mir hier alles wegpacken. Ein ganz normaler zweite Klasse Wagen, so wie man ihn kennt. Ja. Also der Wagentyp wurde ursprünglich im Schweizer Städtchen Schlieren konstruiert. Da auch die Ähnlichkeit mit dem Einheitswagen 1 der SBB. Ja. Ja, und die ÖBB hat die Schlierenwagen einfach adoptiert und die Verhältnissen angepasst, die in Österreich herrschen. Also ich glaube, die Länge wurde etwas angepasst, ich weiß jetzt nicht wie. Ja, auf jeden Fall sehr schön auf jeden Fall. Ja, gibt es natürlich auch noch Fahrvideos zu dem Wagen. Aber erst mal kommen andere Modelle dran. Wir haben im Moment sehr viele Sachen, die vorbestellt waren und jetzt hat es langsam bei uns eintreffen. Da kommt schon mal was zusammen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.